Hallo, heute zeige ich euch, wie man mit der Pfadregel die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass bei einem Experiment Ziehen ohne Zurücklegen, bei dem man zwei Kugeln zieht, unterschiedliche Farben ziehen kann. Genau, das zeige ich jetzt. Also, zu Anfang haben wir noch keine Kugel gezogen. In dieser Schale sind fünf Kugeln drin, zwei gelbe, drei orangene. Wenn ich beim ersten Mal eine orangene ziehe, dann habe ich die Wahrscheinlichkeit von 3/5 beim ersten Mal eine orangene zu ziehen, weil wir haben drei orangene Kugeln hier drin und fünf Kugeln sind insgesamt hier drin. Drei orangene geteilt durch fünf gesamte Kugeln, also 3 geteilt durch 5. Die Wahrscheinlichkeit beim ersten Mal eine orangene Kugel zu ziehen ist 3/5. Wenn ich eine orangene Kugel gezogen habe, dann fehlt ja hier eine Kugel. Ziehen ohne zurücklegen. Ich lege nicht zurück. Es fehlt eine Kugel. Wir haben noch 4 Kugeln hier drin. Das bedeutet, wir haben jetzt noch 2 orangene hier drin und 2 gelbe. Wenn ich jetzt beim zweiten Mal eine gelbe ziehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit 2, wir haben ja 2 gelbe Kugeln noch drin, 2 geteilt durch 4, weil wir nur noch 4 Kugeln insgesamt hier drin haben. Beim ersten Mal haben wir eine orange schon weggezogen. Das heißt, beim zweiten Ziehen haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 2/4 eine gelbe Kugel zu ziehen. Wir haben also zuerst hier die Orangen gezogen und dann die gelbe. Die Wahrscheinlichkeit also von orange, gelb, ist 3/5 mal 2/4. Und das ist gleich 6 Zwanzigstel. Und 6 Zwanzigstel sind 0,3 als Dezimalzahl. Und das entspricht 30%. Und so kann man das für jedes Ergebnis am Ende dieses Pfades berechnen. Das war's. Vielen Dank und viel Spaß beim selber ausprobieren.